So, Boss Time. Ja, wir holen uns die erste alte Seele. Zumindest hoffe ich das. Dazu, wir haben ja noch ein Steinchen bekommen. Und leider auch nur noch ein Estus Flakon, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Vielleicht kriegen wir es auch so hin. Okay, dann auf geht's. So, ja, die hat ein ziemlich langes Schwert in der Hand und ist auch ziemlich fix. Also da müsste auch was. Die kann. Aua! Ah, scheiße. Die kann gute Distanzen zurücklegen mit ihrem Prügel da. Aber ich finde, dafür, dass es eine der vier großen Alten ist, ist sie gar nicht so schwer. Man muss halt aufpassen. Schön auf die Ausdauer achten. Und rechtzeitig zuschlagen natürlich. Und wieder daneben, passt es nicht. Da seht ihr es, also die kann schon eine gute Strecke hier zurücklegen. Nein, ich treffe die einfach nicht, das ist doch nicht zu fassen. Komm her! Und geduldig sein. Wie immer. Wo ist er? Da. So, sehr schön. Ein Drittel haben wir schon abgezogen. Ja, die ist fix. Schild hoch. Nein. Nein, das war zu ungestüm gerade. Ja, aber das packen wir, die kriegen wir.
zwei Ebene. Fast haben wir sie, fast. Jetzt! Jawohl! Die verlorene Sünderin ist besiegt. Gibt ordentlich was an Seelen, das ist natürlich sehr schön. Und die erste alte Seele, das ist natürlich fantastisch. Sehr gut. So, jetzt haben wir hier noch... Nee. Hier? Wir laufen hier gerade zurück. Ja, also wenn man die Seiten da nicht entflammt, da brennt das zwar nicht, aber ob man das jetzt unbedingt braucht, sei jetzt mal dahingestellt. Also beim anderen Spielstand hatte ich das nicht entzündet und man kriegt das trotzdem auf die Reihe hier zu besiegen. So, Duftzweig und Elisabethpilz. Hier ist, glaube ich, nichts weiter. Zerstören? Und von dem Leuchtfeuer können wir uns wieder nach Majula zurück teleportieren. Was wir jetzt auch gleich noch erledigen können, ist Folgendes. Ich habe ja ein paar Leuten geholfen, hier ein paar Bosse zu besiegen. Und dann können wir gleich erstmal den edlen Knochenstoff verbrennen. Und wir können uns aufmachen in die blaue Kathedrale. Der Typ müsste nämlich jetzt eigentlich, wenn mich nicht alles täuscht, müsste der sich sogar mit uns unterhalten oder uns nicht hier einfach so wegschicken. Ich bin gespannt, was der zu melden hat. So, hi. Transient being, you have obtained proof you are worthy of joining our order. You may call yourself one of us and are free to plant your roots in this garden of the gods. Be proud. I, Tagre, do proclaim from this day you are a knight of the blue. Rejoice and bask in your new honor. Ja, machen wir doch einfach mal. You are no longer a mere vagabond. You are now a guardian, a knight of the blue. Proud knight, take this. Das Siegel des Wächters. Wear this ring. And shine light upon stone. Then you will hear the voices of the blue apostles. Listen for their cries of help and repel the malicious invaders. This is the proud work of the Knights of the Blue, the way they elevate themselves to a higher plane. I'll provide what you need. You may visit me at any time. Okay. Proud knight, you may come to me, Tagre, for help. Ah ja, bei dem kann man was kaufen. Und eine Geste erlernen, okay. Was hat er denn im Angebot?
Morgenstern, die Hellebarde, haben wir beides schon. Haben wir hier Klosteramulett, heilt Gift und stellt TP wieder her. Hm, auch nicht schlecht. Reinigt Untote mit heiliger Essenz. Naja. Und ein Blitzstein. So, was haben wir hier noch? Wunder, explosive Wucht und himmlischer Donner. Alles klar. Relativ. Do your work and I will lend you strength. Unbedeutend für uns. Na gut. Wäre das auch erledigt. Jo, dann können wir uns jetzt erstmal wieder zurück machen nach Majula. Da kann man ein bisschen skillen. Und, ach ja, was auch noch schön ist, der Händler, der ja die ganzen Rüstungen verkauft, der hat ja jetzt auch die Rüstung von der verlorenen Sünderin. Für mich interessant ist da eigentlich nur die Maske, die ist nämlich ziemlich gut und sehr leicht. I'm glad to see you safe. So, hier. Die hat relativ gute Statuswerte und wiegt 5,1 Kilo. Wiegt nur unsere mal. Always open for business. 5,2. Ist aber schlechter. Glaube ich. Ja, eigentlich nicht, oder? Nee. Gut, dann ist die doch nicht interessant für uns. Macht nichts. Okay, im nächsten Video kommen wir in ein Gebiet, was naja, also toll ist es nicht, sagen wir es mal so. Aber wir finden da auf jeden Fall eine nächste Estus-Flakon-Scherbe. Das ist natürlich gut. Aber das Gebiet kann schon frusten. Aber das machen wir im nächsten Video. Ich danke euch erstmal fürs Zuschauen. Und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Vielen Dank.